So, das Drillen hat jetzt aufgehört. Ich jetzt können wir hoffentlich ein bisschen weiter machen. Also, wir sind stehen geblieben. Also bei Shavuot, ja, dass also tatsächlich vor 2 Tagen der Tempel Gottes eingeweiht worden ist an Shavuot. Und dort sind halt die Feuerszungen gekommen, dort ist der Geist Gottes gekommen und hat die ersten 3000 Leute, wir wissen das damals halt bei Petrus, die sind rausgegangen, die ersten 3000 Leute sind angesteckt worden, ja, mit diesem Pfingstfeuer, was eben ein komplett anderes Feuer ist, als was man sich vorstellt. Nein, das ist halt in Anführungszeichen wirklich die Erleuchtung der Geist Gottes, der auf alles Fleisch fällt. So, jetzt ist aber, und das ist halt immer diese große Frage halt, ne, ja, der soll doch mal irgendwann nach Joel, soll der halt auf alles Fleisch fallen? Ja, absolut, auf jedes. Warum? Irgendwann ist halt Schlusstag. Nämlich, es geht hier um Jerusalem. Ja, Jerusalem, das heißt, diese Strafe, um die es hier geht, die ist gebunden an Jerusalem. Warum? Weil in Jerusalem der Herr gesagt hat, dort möchte er seinen Namen wohnen lassen. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ich bin einer der Nachkommen Abrahams, ja, dann ist das mein Zuhause. Dann ist dort mein Herz, mein Zentrum und ich muss dieser Stadt wohltun. Ja, und ich muss halt nicht darüber streiten, ja, wer halt den dicksten hat oder welche Bombe halt mehr Leute umbringen kann, sondern ja, was muss ich denn tun, damit es der Stadt gut geht, ja, damit der Herr dort wieder lebt. So, und das ist halt den Kindern Abrahams gegeben, ja, und die müssen das halt unter sich ausmachen. Und die müssen halt alle verstehen, dass die halt alle mit drin hängen, ja. Also egal, ob jetzt, und das hat nichts damit zu tun, ob man halt Moslem ist oder Christ oder Katholik oder Jude oder was auch immer, da geht es halt darum, ja, wenn jetzt der Vater Abraham diese Glaubensgerechtigkeit hatte und ich bin halt sein Nachfahre und es sind bestimmt 2, 3, 4 Milliarden Leute sind da irgendwo mit involviert, ja, na, wie hat er das denn gemacht? Ja, hat er denn etwas zum Rühmen gehabt? Nee, doch gar nicht. Was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott. Der hat dem einfach geglaubt. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gegeben. Ja, was hat er dem denn geglaubt? Ne? Das ist eine große Frage. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Und das ist unser System, liebe Leute. Ja? Wollt ihr denn, da, ihr seid doch total versklavt da drin. Jetzt mal überlegt doch mal. Ja? Jeder, der Werke tut, ja, hast du schon deine Steuererklärung abgegeben? Hast du einen Lohnzettel? Ne? Hier dein Lohn. Ja, du bist ja so und so viel schuldig. Ja, weißt du, was du schuldig bist? Ja? Dann, du kriegst Euros, du kriegst irgendwelche Digits auf dem Konto geladen, ja. Das Zeug ist nichts wert, das sind Schulden, für die du arbeiten musst, für die du deine Kinder versklavst halt, ne? Und da geht es doch nicht nach Gnade. Nee, wenn du nicht bezahlt hast, kommt Strafe obendrauf und nochmal obendrauf. Und du hast keine Möglichkeit, da rauszukommen. Du bist im Hamsterrad, du bist tot, ja. Und darum geht's. Versteht ihr, seid tot. Alle. Unter das Gesetz total bis in die letzte Kante verkauft, ja. So. Dem dagegen, der nicht Werke tut, ne, ich mache keine, ich weigere mich, ja, ich bin der Antipasskinder, ja, sondern an den glaubt, der den Gottlosen gerechtfertigt, ja, rechtfertigt, wird sein Glaube zu Gerechtigkeit gerechnet werden. Ne? Wie auch David die Glückseligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Ja, allerdings, Kinder. Ja? Und das ist halt so eine Sache in diesem römischen System, in dem wir hier leben. Ja, und der Brief ist ja an die Römer, der ist an euch. Ja, ihr wisst gar nicht, was ihr den Leuten antut. Ja, warum? Es werden keine Gesetzlosigkeiten vergeben. Nein, es kommen noch mehr Gesetzlosigkeiten drauf. Ja, jetzt muss ich das Klima retten. Ja, jetzt muss ich wenn halt in China ein Sack Reis umfällt, muss ich für verantwortlich sein. Ja, aber wenn halt die arme Frau auf der Straße ist, gucke ich die halt nicht an, weil ich habe ja kein Geld mehr dafür. Ja, weil so. Und damit begeht ihr Gesetzlosigkeiten gegen das Gesetz Abrahams. Die schreien zum Himmel. Die schreien zum Himmel. Und ich habe das jetzt mehrfach schon gesagt. Ich habe einigen Freunden Bescheid gesagt. Also jetzt hier, das ist eine Kampfansage, ja, weil ich mir das Recht erworben habe, nach dem Gesetz Abrahams zu richten, nach dem, was Leute mir angetan haben. Weil ich halt der Antipass geworden bin, 1994. Ja, ich habe halt Düsseldorf verlassen, das CZD, weil ich halt irgendwann mal gesagt habe, nein, das kann es nicht sein. Ich bin diesem deutschen Gesetz, was es da gibt, das ist ja total schwachsinnig, ja.
Also wenn man sich das mal überlegt, ich komme hier an, meine kleine Tochter, die kriegt halt kriegt halt den ersten Brief vom Finanzamt, 14 Tage alt, liebe Eliana Marie, das ist deine Steuernummer, bis 20 Jahre nach deinem Tod. Da denke ich, was? Das ist ja illegal, das ist Sklavenhandel. Ja, so, jetzt habe ich aber Freiheit gelebt, ihr aber nicht. So, und jetzt komme ich halt zu vielen, vielen Leuten hin und sage, guck mal hier, lass uns doch irgendwas machen, ja, was halt außerhalb dieser Geschichten ist. Ja, ich brauche doch, um mit jemandem einen Handshake zu machen oder mich hinzusetzen zu essen oder irgendwas Konstruktives zu machen, da brauche ich ja kein Geld für. Ja, so, aber nein, das muss immer reingepresst werden in Gesetze, ja. Die halt von Ladensöffnungszeiten gehen bis zu dem, welche Sachen man benutzen darf, muss halt einer eine DIN-Norm haben, ja, und ist halt durchgeregelt, ja. Und wenn dann halt einer kommt, so der halt dann halt seit 1994 21 Jahre lang durch alle Länder der Welt gereist ist, ein paar Sprachen spricht, ja, und halt gelernt hat, mit jedem zurechtzukommen, ja, dem Griechen ein Griechen geworden ist, ja, dem Türken ein Türken, dem Typen im Himalaya einer wie von denen, ja, ich bin da überall gewesen, so. Und dann muss man natürlich die Frage stellen, ja, was ist denn dann mit euch halt, ja, ganz ehrlich. Und dann sage ich mir, ihr seid halt verkauft und letztendlich, ne, ist halt nur der Geist Gottes, der euch dort freisetzen kann, ja, wo ihr irgendwann mal diesen Fakt einseht und sagt, ja, ich bin ja tatsächlich Sklave, ja, und den habe ich 1994 gehabt, ja. Ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, mein Leben ist ja gar nichts wert, ja. Und die Identitätskarte, das ist doch nicht meine Identität, die sagt mir doch nicht, wer ich bin. Das ist doch totaler Blödsinn, ja. Das ist doch das, was andere Leute mir sagen. So. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Vater bin, ja, und ich bin Vater, ja, von vielen Kindern, ja, von 5 Kindern, ja, was sind denn meine Rechte, ja? So, und wenn ich dann halt die Rechte vergleiche, die in der Bibel stehen, die ich habe, ja, wo ich meinem Sohn das Beste möchte, dann sage ich ja, die sind ja in dem BRD-Gesetz in jeder Weise beschnitten. Von A bis Z, ja? Ich werde ja da gegrillt. Wenn ich meinen Sohn nicht in den Unterricht schicke, weil da halt irgendwelche Frühsexualisierung stattfindet, gehe ich dafür in den Knast, ja? So, und das sind Auswirkungen. So, und jetzt sage ich halt, ich habe eine PRG gegründet, eine Privatrechtsgesellschaft. Nee, ich bin außerhalb des Gesetzes seit 21 Jahren, bin halt in der Lage, das durch ein Netzwerk von, von rechtlichen, legalen Körperschaften halt auszuüben, ja, und halt dieses Gesetz in jeder Beziehung aus dem Ausland mit uns Summen zu verklagen halt, ja. Und heute meine Ansprüche, die ich habe als freier Mensch, ja, was ich mir ein Anrecht erworben habe über 21 Jahre auch wirklich zu bekommen, ja. So, und das ist halt totaler Friede, ich finde das total gut eigentlich, ne. So, und nun wird das ein bisschen weiter erzählt, denn es heißt halt hier, bezieht sich diese Seligpreisung nun auf die Beschneidung oder auf das Unbeschnittensein, ja? Weil da ist halt immer die Frage, ja, was ist denn mit den Juden und was ist mit den Christen und wer hat denn was? Ja, die haben alle ihr eigenes Königreich gebaut, ne? Wenn du sagst, du bist halt von irgendeinem Verein und du bist der Vereinsvorsitzende, dann hast du dein eigenes Königreich. Wenn du halt der Papst bist, hast du dein eigenes Königreich. Oder du bist halt Angestellter, dann bist du halt Lakaie, ja? Oder gehörst halt zum Personal, wenn du einen Personalausweis hast, gehörst halt zum Personal, steht da drauf. Ne? Und langsam muss man halt mal in das Bewusstsein kommen, dass die Worte, die man sagt, na, die haben halt Bedeutung. Ja, wenn du einen Führerschein hast, hast du einen Führerschein. Ja, und wenn du halt einen Personalausweis hast, einen Preis. Hast du einen Reisepass, hast du einen Reisepass. Ja, und das sind jetzt die Sachen, also du hast halt verschiedene Dokumente, die aussagen, was du zu dem System gegenüber bist, aber die halt nicht aussagen, wer du bist. Das musst du halt selber sagen. Ja? Und da gibt es jetzt halt Leute, die sagen, okay, es geht halt hier, ne, beschnitten, unbeschnitten sein. Es geht nicht darum, ja, denn hier, und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit er Vater aller sei, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Ja? Also, das heißt, Abraham ist Vater auf jeden Fall, die im Unbeschnittensein glauben. Ja? Wir glauben, auch wenn ich nicht beschnitten bin, ja? Das hat sich halt nicht ergeben, ja, über die Jahre, glaube ich doch trotzdem daran, dass er mir diese Gerechtigkeit zurechnet. Natürlich, so. Aber trotzdem ist er natürlich auch Vater derjenigen in der Beschneidung, nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind,
sondern auch derer, die in den Fußstapfen des Glaubens wandeln, den unser Vater Abrahams hatte, als er unbeschnitten war. Das heißt, auch wenn du beschnitten bist, dann ist das ja halt nur ein Zeichen dafür, dass du halt, dass deine Eltern, deine Vorfahren halt diesen Bund immer schön eingehalten haben, preis dem Herrn, ja. So, aber du musst natürlich auch akzeptieren, da gibt es halt Leute, die haben das halt nicht, da waren die Eltern halt nicht so nett, ja. Und die sind trotzdem in den gleichen Fußspuren, ja. So, und jetzt am Ende der Zeit, ja, heißt es halt, denn nicht durch das Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit, ja. Weil jeder Herrscher, jeder König, jeder Bundeskanzlerin, jeder, der halt irgendwie Gewalt ausübt, ja, ist nicht in der Lage, die Welt zu erben. Geht nicht, ja. Das ist der Weg Kains. Das geht überhaupt nicht, ja. Du kannst die Welt nur erben, ja, wenn du verschiedene Voraussetzungen erfüllst, nämlich einmal A, du musst halt aus der Linie Abraham sein, dann geht das halt weiter über Isaak, dann geht das halt weiter über Jakob, so, und dann geht das halt weiter über Josef und Ephraim, ja, und da könnt ihr halt sagen, was ihr wollt, das ist halt dieses Zeichen, ja, dass halt aus dieser Nachkommenschaft einer irgendwann mal die Krone erhält, jetzt, ja, der halt diese Glaubensgerechtigkeit erworben hat. So, Jesus Christus, ja, der ist dafür da gewesen, wir sehen das später im Hebräerbrief, um als hoher Priester in den Himmel hineinzugehen, ja, um diese Schuld, die jeder mit uns trägt, wirklich zu bezahlen, preis dem Herrn. Er ist das Passa gewesen, das Passa war da. So, das erste Pfingsten war auch da. Was aber noch nicht da war, ist halt das zweite Pfingsten in Kombination mit dem Berg Sinai, nämlich der Verheißung nach, die nämlich Ephraim mitbringen soll, aus den Nationen heraus, ist, dass dieser neue Bund halt dann in das Herz reingeschrieben wird, ja. So wie bei mir, so wie bei vielen, 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 vielen tausenden Leuten auf der ganzen Welt, ja, die jetzt schon den Unterpfand haben, dass das genau so passieren wird, wie es da steht, ja. Die haben die Glaubensgerechtigkeit, die haben den Geist Gottes, aber die sehen halt auch, dass die Menschen unter den Gesetzen dieser Welt total gefangen sind, ja. Die sind total gefangen. Und weil die dort gefangen sind, sind die halt beschissen. Ja, durch das Schuldgeldsystem von vorne bis hinten, die arbeiten als Sklave. So, auf der anderen Seite steht dem gegenüber ein religiöses System, ja, das kann sich halt jeder aussuchen, ja, solange du halt Rom gehorchst, ja. Und da geht es halt nur drum, halt das ein für alle Mal an einem Tag, ne, wenn halt diese Gnade fällt, zu sagen, alles klar, wir switchen das aus, ne, wir switchen das aus. Und dort gibt es Leute, die haben die jetzt schon die Bestätigung, die werden in diesem zukünftigen Königreich, werden die an bestimmten Zeiten, bestimmten Plätzen, werden die einfach sein. Ja, das weiß ich, das wissen viele meiner Jungs. Ja. Und jetzt geht es halt darum, in diesen letzten Tagen, in der Vorbereitung, das vielen Leuten zu erzählen, sagen, Kinder, das ist ganz einfach. Ja. Da kommt jetzt einer der Nachfahren Abrahams, der erfüllt das alles. Ja. Der muss halt irgendwann mal das Schlachthorn blasen, ja. Und dann kommt der wahre König wieder. Dann bricht das Friedensreich an. Der ist nicht der König. Nein, das ist einer von uns. Ja? Das ist einer wie du und ich. Ja? So, und da hat jeder in dieser Erweckung, die so oder so jeder erwartet, hat er seine Aufgabe. Ne? So, und jetzt wird das halt auch weiter erklärt. Ne? Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Ja? Und deswegen, ja, also wenn du jetzt halt irgendeinen gesetzlichen Anspruch hast, ja, ich habe, wie gesagt, 21 Jahre lang Ansprüche gesammelt im Reiche der Himmel, weil ich halt gesagt habe, ich stehe über dem Gesetz, trage das an meinem Leib und ja, das sind halt Referenzen, wo ich sage, okay, jeder andere, der jetzt kommt, der muss halt mal auch gewisse andere Referenzen, ja, also wenn ich jetzt mit, ja, wenn halt Pastoren kommen oder ich habe mit Präsidenten gesprochen und so weiter und so fort, nee, ihr seid, jeder von uns ist ein Bruder. Jeder von uns ist ein Bruder, da gibt es halt keine Hierarchie, das Gesetz baut Hierarchie auf, ja, sondern die Idee ist, ja, dass wir im Glauben uns hinsetzen, ja, mit weißen Kleidern in das Zelt Abrahams, ja, und besprechen, was das Beste für die Familie ist, ja.
Denn das Gesetz bewirkt Zorn, ja, aber wo kein Gesetz ist, da gibt es auch keine Übertretung. Ja? Also wenn Marihuana-Verbot, ja, also was für ein Schwachsinn, ja, Millionen Leute im Knast, ja, weswegen, wegen einer Pflanze, die unbedingt benutzt werden muss, ja, um als heiliges Salböl im Tempel zu sein, ja. Also die Salbung, ja, in Anführungsstrichen, die hat mit Cannabisöl stattgefunden. Cannabis ist halt das erste Mal erwähnt in der Bibel, ja, mit der Produktion des Salböles halt, ja, im Heiligen Tempel. So, und wenn man sich das mal vorstellt, ja, jeder Priester, jeder wahre Priester Abrahams, der jetzt sich jetzt so ein Salböl herstellen möchte, ja, der ist halt illegal, ja, der ist halt illegal, der kommt in den Knast, ja. Und wenn er sich vielleicht noch ein paar Pflänzchen anbaut, ne, dann ist er vielleicht direkt in einer kriminellen Vereinigung, ja. So, und das bewirkt Zorn. Überleg doch mal, das ist totaler Schwachsinn, ja. Und bewirkt das Zorn? Na klar, überleg doch mal, wie viele Leute wegen irgendeinem Mist, ja, eine weiße Linie überfahren, Ticket überschritten, bla bla bla. Also weswegen Leute vor Gericht gezerrt werden, ist deswegen, weil es keine Gnade gibt. Es gibt keine Gnade und jeder macht mit von euch. Ja? Und ja, ich bin in Deutschland angekommen. Ich habe mich mit einem führenden Christen unterhalten, der mega in der Wirtschaft tätig gewesen ist, ja. Seinen Laden angeblich für 140 Millionen verkauft hat. Ich habe mit ihm gesessen halt so. Und ich habe mir gesagt, hör mal, verstehst du nicht, es gibt Leute, die brauchen einen Erlöser, einen Retter. Guckt er mich an und sagt, verstehe ich nicht. Ja, ein Goel, jemand, der rauskommt und sagt, weil er halt all das, was er bekommen hat, von dem Herrn bekommen hat, einsetzt im Glauben, ja, dass er einfach jemandem rausgeht, ja. Und da sagt er mir, nee, verstehe ich nicht. Also für solche Leute gibt es auch das Sozialamt. Wo ich sage, ja, was willst du denn machen? Willst du dann auf deiner Kohle sitzen oder was? Ist doch totaler Blödsinn. Die Könige am Ende des Tages, ja, du könnt ja gucken in den Gleichnissen, die werden danach beurteilt werden, ja, wie die das Gold im Umlauf gelassen haben. Das Gold, ja, ihr seid ja unter Schulden verkauft worden. So, wenn du dein Gold natürlich nur in eine Tasche packst, ja, und halt drauf sitzt, ja, dann bringt es nichts in Bewegung, ja, sondern du hast immer... Gold zerstört sich nicht, ne? Immer wenn das rausgibt, dann bewegt sich was und irgendwo kommt das zurück, weil da wird ja ein Buch drüber gehalten, ne? Das verschwindet ja nicht. Und wenn du dein Gesicht da drauf packst, verschwindet es erst recht nicht. So. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der gesamten Nachkommenschaft Sicherheit. Ja? Deswegen, also all das, was wir machen, all das, was ich mache, das, was Jeschua gemacht hat, das, was jeder von uns macht, ja, im Glauben, ja, ist es, weil das für allen, das ist für alle, da ist, wird keiner ausgeschlossen, ja, da wird keiner ausgeschlossen. Das ist ja die Verheißung, dass wenn Jakob halt mal wieder eingesetzt wird, dann geht's allen super gut, allen prima, da brauchen wir keine Waffen, dann sind wir vom König des Nordens befreit, dann brauchen wir keinen Papst mehr, da brauchen wir keinen Präsidenten mehr, da brauchen wir keinen Typen mehr, der uns sagt, was wir zu denken, zu konsumieren haben, brauchen wir nicht mehr, brauchen wir absolut nicht mehr, ja. Und deswegen, ja, sage ich, nee, ich muss daran arbeiten, dieses römische Gesetz ein für alle Mal abzuschaffen, ja, und das ist auch eine Kampfansage und halt auch eine Einladung an jeden, der dieses System hasst, mal wirklich darüber nachzudenken, natürlich, es geht ja einfach nur um Abraham, ja, es geht um den Papa, der Papas, ja, und es geht halt darum, die Väter zusammenzusuchen, ein gutes Beispiel zu sein, ja, mal den Frauen zu sagen, wo die zu stehen haben, ja, und dann halt mal wirklich wie ein König und wie Priester herzugehen, mit Gnade und Frieden, ja, und das Königreich der Himmel wirklich auf Erden auszuüben, ja, nicht nur darüber reden, nicht nur darüber, oh, guck mal, wie schlimm es ist, nein, mach es doch mal, werd doch mal angespuckt, lass dich doch mal schlagen. Lass dich doch vor Gericht zerren und sag mal nichts. Schlag doch mal nicht zurück. Ja? So, bezahl doch mal deine GEZ-Rechnung nicht. Ne? Mach doch mal keinen Finanzberater. Mach das doch noch mal. Warum machst denn du was? Ja? Sagt dir sogar der Jepsen. Ja, wieso machst du das? Weil man dir sagt, wie bescheuert. Ja? Nee. Also, mein Papa hat mir das nicht gesagt. Ja? So, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Genau, und deswegen... brauchen uns die Nationen, die brauchen jeden, der den Geist Gottes hat, der wie ein Vater reagiert, der mit halt mit Gnade kommt und nicht halt mit Gesetz, ja, nicht mit Gesetz. Und da spreche ich halt zu ganz, 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 ganz vielen Leuten, ja, die haben mir immer Gesetzlichkeit vorgeworfen, wo ich heute sagen kann,
Nö, das seid ihr. Das seid ihr, ja, weil, ihr kennt mich jeder, der mich mit mir eine gute Party gemacht hat, der weiß, mit mir kann man mega Spaß haben, ja. Aber wenn man mir mit irgendwelchen Vorschriften kommt, ja, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, ja, die nichts mit Religion, wo ich sage, halt dich da raus, ja, mach das für dich alleine. Das ist halt die größte Freiheit, die ich dir gebe, ja, stiehl mich nicht, lüge nicht, bla bla bla. Und wenn wir halt was machen, dann machen wir es halt richtig, ja. So, aber halt die richtigen Sachen, ne, so. Und darum geht es halt, ne, warum vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht, ja, und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, ja, das heißt, ja, er hat wirklich Gott geglaubt, er war in der Position, der, da gab es gar keine, ja, keiner seiner Kinder, die mussten alle daran glauben und haben etwas in der Zukunft gesehen, wo diese Frucht aufgeht, ja. Und deswegen sagt auch Jesus, ja, als bevor Abraham gewesen ist, war ich und Abraham hat meinen Tag kommen sehen. Natürlich hat er den Tag kommen sehen. Gott hat ihm das doch versprochen, ja, nämlich am Berg Moria, dort, wo jetzt der goldene Pickel steht, ja, auf dem Tempelberg. Da hat Gott ihm das versprochen. Da hat er gesagt, nee, nimm nicht deinen Sohn, ich nehme meinen Sohn. Nimm du besser diesen Steinbock hier. Nimm du besser den Steinbock. Und da hat er ihn gezeigt. Da hat er ihm gezeigt, und dann natürlich an den Sternen. So, na, guck mal hier, da ist die Sonne hier, und da geht 3 Tage unter und dann steht sie wieder auf, so, boom. Und dann geht es so weiter, ja. So, dann guckst du halt rüber, dann von dem Aleph halt, von der Sonne gehst du halt rüber zum Tet, ja, da bist du beim Zwillingszeichen, beim 25.05. Und dann guckst du mal an, was mit dem Mond passiert, ja. Da sind nämlich die Blutmonde und das ist dann mein Zeichen dafür, ja. Damit, ja, und das hat er ihm alles gezeigt, ja, und das kannst du heute in der Zeitung nachlesen, ja, wie das halt gerade abläuft, warum, jetzt ist halt diese Zeit erreicht, wo es heißt, ne, bei Jesus möchte halt Lazarus erwecken, ja, Jesus möchte Lazarus erwecken, und da heißt es doch tatsächlich in Johannes halt, ne, Johannes 10, 11 ist das da etwa, dass halt, Jesus bekommt die Nachricht, ja, dass also Lazarus krank ist, ja, so. Und dann wartet er 2 Tage. Dann wartet er 2 Tage und als er hinkommt, ist Lazarus 4 Tage tot. So. Das ist Abraham. Das sind die 4 Tage mit Abraham. Das heißt, hier ist Abraham ist der Schlüssel. So, dann kommt Jesus, ja, macht genau diesen genau das, was er machen muss, ja. Er wartet halt 2 Tage halt, ne? Er ist halt gerade da, erfüllt die Prophezeiung, dass halt das Blut alle Nachkommenschaft wirklich von Sünde befreit, ja, dass er als Hohepriester in den Himmel hineingebracht habe. So, und jetzt wartet er 2 Tage und wenn er jetzt wiederkommt, 2 Tage mit der Bestätigung, jawohl, guck mal hier, es ist bezahlt, es ist alles erfüllt, dann ist halt Abraham, die Nachkommen Abrahams, 4 Tage tot. Ja klar, aber das ist halt diese wunderschöne Verheißung, die werden alle auferstehen, ja, und dann werden die halt nicht danach gerichtet, wie die sich halt nach dem Gesetz der Römer gerichtet haben, ja, sondern was haben die halt nach der Tora gemacht und in welchem Bezug standen die dazu, und dann ist es halt, ne, halt so eine Frage, jetzt halt, ne, wenn, ich bin jetzt halt in, ich weiß nicht, 44 Ländern gewesen halt, jetzt habe ich halt Ansprüche in verschiedenen Ländern, Rechtsansprüche halt, ne? So, und wenn man jetzt beginnt, ja, Länder danach zu beurteilen und Persönlichkeiten, nicht woher die kommen, nee, sondern nach Persönlichkeiten, was hast du mir angetan, was habe ich dir angetan, da kommen wir ganz schnell dabei, dass wir alle Vergebung brauchen, ja, und deswegen, das ist halt die Hoffnung auf Hoffnung hin, dass wir geglaubt haben, dass er der Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. So, und nicht schwach im Glauben sah er in den eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Ja? Und er war völlig gewiss, er hat überhaupt nicht darüber nachgedacht, er hat nicht gezweifelt. Mensch, der wusste das, dass er, was er verheißen habe, es auch tun vermöge. Na klar, wenn Gott zu dir spricht und er zeigt dir das natürlich. Ja, so, darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Na klar, der, und das ist halt immer so diese Sache, wo ich sage, Mensch, an Gott glauben kann jeder. An Gott glauben kann jeder. Mensch, die Inder glauben an Gott, an 300.000 Götter. Ja, es gibt überhaupt so, jeder glaubt an was. Aber
glaubst du denn an, was er gesagt hat? Ja? Hast du denn das gelesen? Hast du denn gelesen, was er Abraham, Isaak, Jakob gesagt, was er Ishmael gesagt hat, was er Esau gesagt hat? Hast du das denn gelesen? Was er Noah gesagt hat, was er zu Adam gesagt hat und wie das war mit der Eva? Die absoluten Fundamente. Ich meine, du liest das erste Buch in der Bibel, ja, das Bereshit, also das 1. Mose 1, 49, 50 Kapitel. Da weißt du alles. Da siehst du klar, was heute abläuft. Und da siehst du ganz genau, warum so Dinge laufen, wie sie laufen. Einziges Problem ist, da sind halt die eingedeutschten Namen, manchmal, sagen wir mal die Namen, die versteht halt manchmal gar keiner. Ja, also Adam heißt Mensch, ja, heißt eigentlich Erdling halt. Und das sind so verschiedene Sachen halt, man liest halt darüber, aber das hat halt alles eine Bedeutung. Ja. Und das ist jetzt halt im Vollendung der Zeitalter, sehen wir das, schlagen wir die Zeitung auf, guckt auf meinen Blog. Das wird jetzt zunehmen und wir kommen dahin, wo wir hinkommen. Und ich freue mich riesig drauf, weil, wie ich das halt so sehe, da sind jetzt halt die nächsten 2,5 Jahre werden halt richtig spannend halt, weil die Leute müssen begreifen, jawohl, der ist ja schon lange da. Ja? Da wird ja jetzt nicht irgendeiner hin, nee, das ist der geringste der allen Brüder, der geringste, der geschlagen worden ist, angespuckt worden ist, ja, der aber, der die Geburtsmale am Leib hat, der wird dann halt irgendwann mal gesagt, oh, da ist er ja. Ja, so, und das müssen halt Leute erstmal verstehen, aber es hat halt auch eine sehr, sehr, sehr rechtliche Variante, weil das muss halt durch geschickte Geschicke auch herbeigeführt werden. Warum? Die Plagen, die heute existieren, das ist ja das, was die Leute sich selber antun. Ja? Das ist ja nicht das, was der Retter macht oder sonst, das tun sich ja die Leute selber an. Ja? Die drücken auf den Knopf, die schneiden die Köpfe ab, das macht keiner. So, das machen die selber. Und da muss man einfach irgendwen auch mal sagen, egal wer du bist, jetzt halt doch mal ein bisschen, schalt mal den Fernseher ab, lest dir doch mal ein paar Sachen in der Bibel durch. Und wenn du halt Weisheit über diese Dinge hast, zeige das den Leuten, bringe das zu den Videos. Ja? Warum? Darum geht es ja, das Reich Gottes jetzt auszuleben, im Glauben zu handeln und zu sagen, ey, na klar, Halleluja, Halleluja, wir erleben es doch noch. Ne? So. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und verzweifelte nicht durch Unglauben. Nochmal. Nee, er hat nicht gezweifelt, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre. Und es war ihm völlig gewiss. So. Darum ist es ihm zur Gerechtigkeit geworden. Genau dieser Sachen. Darum. Er hat es gemacht. Ja, es ging halt nicht darum, er hat halt das gemacht, was Gott ihm gesagt hat, persönlich. So, und es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet worden werden soll, die wir an den glauben, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auserweckt hat. So, und auch noch hier, ja, Jeschua, unser Herr, der wurde aus den Toten auferweckt. Ja, Gott hat sich nicht selber auferweckt. Das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Geschichte. Ja? Also als Abraham, ja, Abraham hat nicht, nein, Gott ist Geist und er wirkt durch die Geister. So, und er schüttet halt den Geist, er nimmt sich eine Person raus und schüttet dort den Geist drauf, auf Personen. Und die sind dann, die dann den Geist halt rausgeben. Der hat es auf Mose draufgelegt, der hat es auf David draufgelegt, ja? Der hat es auf Jeschua draufgelegt. Ja? So, und es sind immer Menschen, die das ausführen und es sind immer Menschen, die diese Urteile versprechen. So. Und worüber wir uns halt mal wirklich im Klaren werden müssen, dass wir perfekt gemacht worden sind ursprünglich mal. Unsere Technologie ist gigantisch. Ja? Wir könnten unglaublich alt werden. Ja? Es könnte alles kostenlos sein, in Anführungsstrichen, ja, alles ist eigentlich möglich, ja, aber warum? Leute streben eben nicht nach der Gerechtigkeit, sondern nach der Ungerechtigkeit, so, und das ist jetzt halt, dass wir halt wirklich agieren müssen. Ich habe das gemacht, ich werde jetzt halt in dieser, sehr aktiv und ich werde das versuchen, ja, das Kommen des Herrn beschleunigen, ja. Seht mich so als so ein Typ wie Johannes, der halt rausgeht mit dem Hörnchen und sagt, nee, ich möchte das wirklich blasen auf den Tempelberg. Warum? Yom Kippur heißt es, da muss ich dieses Horn blasen. Ja, das ist halt meine religiöse Überzeugung. Ja, Artikel 4 des Grundgesetzes, kann mir keiner verwehren. Die einzigen, die mir das verwehren, sind halt die römischen Gesetze. So, und deswegen will ich die schlagen halt mit diesem Römerbrief, weil das ist halt der Brief an die Römer. Ja, und liebe Römer, wenn ihr du römische
unter römischer Verordnung bist, dann bist du verkauft. Dann bist du total verkauft, dann bist du versklavt bis in die letzte Ecke und ich kann dich tatsächlich frei machen, weil ich den Ausweg schaffe. Ja? Und ja, ich nehme dich halt mit nach Jerusalem, ich gebe dir Möglichkeiten für dein Geld, für deine Investitionen, für alles Mögliche, mit den besten Leuten auf diesem, ja, die es halt in ihrer Branche zu geben hat. Also mein Netzwerk reicht halt von hier bis überall. Ja? Ich mache das jetzt 21 Jahre, das wird jetzt nach und nach rauskommen. Und ja, ich habe das halt alles rechtmäßig in Anführungsstrichen erworben halt durch das, was ich halt 21 Jahre gemacht habe. Und werde mein Geburtsrecht jetzt halt nach und nach einführen. Ja? Und das finde ich halt so toll halt, dass ich das halt wirklich auch an dem Römerbrief machen kann, weil der Peter Riedel damals, ne, das war eines der wirklich, danke Peter, ja, dass du das gemacht hast. Super Predigt halt, ja, weil ja, wer das Evangelium wirklich verstehen, was da abläuft, der muss den Römerbrief lesen, weil das halt der Brief an unsere Zeit ist. Das ist ein Rechtsdokument. Das ist ein Rechtsdokument, ja, da sind Lizenzen drauf, ja. Und wir müssen uns wirklich sehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, ja, da ist halt der Bundestag, ja, ist halt eine registrierte Firma. Da ist halt der Geschäftsführer Herr Lammert. Ich habe das alles dargestellt. Also wir leben in einer Illusion, die wir uns durch total bescheuerte Gesetze selber gemacht haben. Und die müssen dringend abgeschafft werden. So, das geht aber nicht durch Revolution. Das geht aber auch nicht durch ja, Crash oder so. Sondern es geht halt darum, das zu verhindern. Und auch unseren Führern und Leitern und Königen und irgendwann zu sagen, nee, der Stern Jakobs, ja, der ist halt da. Ja, und der wird das alles regeln und bereitet euch schon mal vor. Ja? Mal in Jubeln ausbrechen. Warum? Wir sehen halt, egal wer das ist, vollkommen egal, ob du mir glaubst oder nicht, die Zeichen der Zeit, ja, der Retter ist nah. Der Retter ist absolut nah und ich gebe euch dafür Zündstoff und Futter. Ja? Und ja, die Argumente, die ihr wirklich braucht, ja, die ihr wirklich braucht, um jedem wirklich zu beweisen, ja, das ist hier kein, ja, es geht hier nicht um Fantastereien oder Religion, nee, du hast Religion, du folgst einer totalen, absoluten Ordnung, penibel, ja, das ist der römische Begriff von Religion, dem folgst du, ich folge dem Glauben Abrahams, ja, den er hatte, als er unbeschnitten war. Aus der Nachkommenschaft Jakobs, ja, Josefs, Ephraims, so. Und das ist ein Glaube, den habe ich mir dann nach 21 Jahren, wo ich sage, nee, das habe ich gelebt, ja, und ihr könnt ja sagen, wer ihr sein wollt, wer ihr wollt, alles prima, aber dann, dann muss ich sagen, okay, da geht es halt, habt ihr halt Recht nicht verstanden, ja, dass die Bibel sind halt die AGB Gottes, kann man halt so sagen, ne? Das sind ja halt die allgemeinen Geschäftsbedingungen, auf denen stehe ich. Ich habe eine lizenzierte Fassung von der Bible Society Israel, das kann man halt, das ist halt eine weit verbreitete Geschichte, die ist in Israel gemacht worden, interlinear, Englisch, Hebräisch, Altes und Neues Testament und das sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen. So, und auf diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen, ja, beginne ich jetzt halt Leute wirklich anzusprechen und zu sagen, nee, ich habe von vornherein gesagt, ich bin nie unter diesem komischen deutschen Gesetz gewesen, sondern ich sagte ja erstmal nur, was du und wir gemeinsam gemacht haben hier, basierend auf den AGBs, Bibel, und das kannst du hier immer in aktuellen Fassungen, kannst du halt nachlesen, der unseren Übertretungen wegen dahingegeben und unseren Rechtfertigungen wegen aufgeweckt worden ist. Siehst du? Das hat nämlich alles schon stattgefunden. Ja? Und deswegen ist das halt so schön. So, und das ist jetzt wahrscheinlich für die meisten erstmal ganz, ganz, ganz viel zu verarbeiten. Lest ein paar Sachen nach. Ich wünsche euch erst nochmal einen schönen Schabbat und ich gucke mal zu, dass ich dann demnächst die nächsten Teile hochlade. Bis später. Tschüss.